Hallo. Ich wollte noch zeigen, wie man die mit dieser Nähmaschine eine Knopfloch macht. Ich probiere auch erst einmal, dann mal sehen, wie das funktioniert. Aber ich denke, das schaffen wir schon. Fuß drauf, Garn unter dem Fuß ziehen und hier muss man erstmal ausschalten auf diese schwarze Punkt. Dann zwischen 0 und 1. Und dann hier haben wir A, B, C. Das ist vor unserer Knopfloch. Und da steht schon, auf C ist Nummer 1, dann steht hier 2, dann hier 3 und hier 4. Wir gehen nach dieser Reihenfolge. Also wir drücken C und dann, Sie müssen auch wissen, wie breit ihre oder wie nicht breit, wie lang sollte ihre Knopfloch sein. Ich mache jetzt ohne irgendwelche Maße, aber Sie können sich mit einem Stift zeichnen, wie lang sein sollte. Also ich mache jetzt hier. Gehen wir davon aus, hier ist bei mir Ende. Jetzt machen wir Nummer 2. Festhalten, paar Mal und jetzt Nummer 3 und jetzt geht sie nach, also zurück. Sie müssen jetzt aufpassen bei dieser Nähmaschine, also bei allgemein Nähmaschine mit so einem Knopfloch, ohne Maße und ohne alles, wo die Ende ist. Also, wo Sie sich gezeichnet haben. Bei mir ist jetzt, wie ich sehe, hier Ende. Dann muss ich wieder hier drücken. Und jetzt ein paar Mal links und rechts. Und eigentlich mein Knopfloch ist fertig. Und das sieht so aus. Also, es geht ganz einfach. Das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite. Und Sie können jetzt diese zwei Garne festmachen und dann hat sich das erledigt. Oder mit Nadeln wieder die, also, sorry, mit Nadeln diese zwei nach unten ziehen und unten alles festbinden. Zwei kleine Nadeln hier reinmachen und aufmachen. So macht man das. Beispiel, ich mache jetzt noch eine, dass man das auch nochmal sieht. Gehen wir davon aus, ich gehe jetzt von ganz hinten bis nach ganz vorne. Und gehen wir nochmal. Erstmal geht Nummer C. Ah, jetzt geht sie rückwärts. Nee, eigentlich ist gut. Also sie geht erstmal nach oben. Dann B müssen wir mit Finger drücken, also festhalten und ein paar Mal. So. Ich mache Nadel hoch. Dann A. Dann geht die Nähmaschine zurück. Nicht ziehen, nichts machen. Also wenn Sie jetzt nicht sicher sind, bis wohin. Also langsam. Und wenn Sie sehen, da ist Ende. Ich muss jetzt auch aufpassen. Okay, da ist glaube ich Ende. Und jetzt wieder B, paar Mal links und rechts. Und unser Knopfloch ist fertig. Das sieht so aus. Linke und rechte Seite. So, das immer abschneiden. Dann sieht sofort alles ordentlicher, besser aus. Eine, zweite. So. So macht man eine Knopfloch mit Pfaff. 6150 Tippmatik. Es geht einfach und ehrlich gesagt
sehr gut gelungen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.